Ich bin Linkshänder, also ich nehme praktisch den Griff hinten und die Hand bewege ich nicht mehr, die bleibt. Zum Hochheben nehme ich ihn so hoch und lasse dann die Hand vorfallen. Das heißt, da habe ich die Führung zum Zielen praktisch und dann unterm runterziehen kann ich es ein wenig rutschen oder muss ich nicht unbedingt machen. Weil wenn ich es ganz erfahren oder da nehme, dann brennt es. Also ein wenig rutschen. Aber die Hand muss, also eine Hand muss fest sein. Mit wie viel Kraft ist da, dass das nicht gleich kaputt geht? Geht vom Kreuz her. Ich bin halt wieder etwas. Okay. Das ist ein bisschen schwierig. Zweiter, dritter, vierter, fünfter und dann wieder vorne anfangen. Jawohl. Kann das schon nachgehen? War der? Nein. Wieso triffst du so gut? Ja, da. Ja, kommt schon. Aber kommt nicht. Ja, wenn ich das mache, kommt der allebei. Nein, ist schon. Oh! Ja! Oh! Warte schon lassen! Gut, stopp, stopp! Und rausnehmen. Ich will wieder raus da. Und dann. Die passt schon, dann mit der Eisenstange wieder. Hier! Hab ich! Nächsten. Probieren wir gleich nochmal, oder? Können wir gleich werden? Ja. Das wird es jetzt so machen. Wenn man einen leichteren Hammer benutzt. Ich glaube, ein Kilo Hammer, dass man. Fäusten nehmen. Nein, lass mal. Kann ich das schon voll? Ja. Super. Soll ich nochmal? Oder? Ja, nein, du. Kannst du nicht nur brauchen, schau, wie der das kann. Ah! Da ist er schon. Ja. Das ist der erste Gang, oder? Das wird der Heckgang sein, ja. Davor haben wir am Stutz gelungen, da geht aber nicht ganz so gut. Aha. Was heißt das, der erste Gang? Gerne nicht von drei Gänge, aber das weißt du alle immer besser. Heckgang, Senkgang, Stutz. Und im einen geht er super, im zweiten ist der er erste war jetzt der, da, wo am schlechteren geht. Und im Stutz macht er eh was er mag, ja. Und ein guter Storchhauer, der gelangt mir, gell? Der merkt, wo der Stutz ist. Normalerweise vom Anschauen die richtig guten Schaumner bloß auch. Oh. Und übers Gespielen kennt man es aber. Also da. Ich nicht. Aber oh. Ist die zu schwer zum Transportieren? Ja, das ist jetzt die nächste Frage. Wie groß brauchen wir? Den können wir nicht transportieren. Wo sollen wir denn den Hintern? Ah, das meine ich. Wir können es natürlich auch mit einem Keil machen. Oder wenn wir jetzt in den anderen vielleicht nur drei Keile reingeben. Eins auslassen, dann muss man fester drauf haben. Das kann man natürlich auch machen. Oder mit dem immer so. Wenn ich hinten vielleicht doch passen, weil das auch nicht. Ja. Ich habe da 3,2-meterige, 3,50 Meter gefahren. Aha. Und vielleicht mit denen doch irgendwie machen. Mehr 2-meterige? So, dritten Stufen sind 2 Meter lang. Okay. Und dann irgendwie 3, die sind 1,50 Meter lang. Da bin ich schon mit 6. Aber in Summe brauche ich mit der Rutsche. Weil ich sie nicht mehr hier kriege. Du hast mit Arme oder nicht? Wahrscheinlich. Ich kriege den Ersten. Ich muss doch vom Zucker.
aus den Niederlanden hier kam. Schön. Ist schon gegangen. Neben dem Wirtshaus gewohnt. Und da war das mit der Spieker. Ich war ja schon oft da, hab schon oft zugeschaut. Und dann haben wir auch gedacht, naja, aus dem Ausländer kennt das nicht. Ja. Jack, ja. Ich habe auch alle Finger. Lass ihn neben dem Motor mal rausziehen. Was? Den Stor da. So, wo tun die jetzt hingehauen? Einfach.